Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zu Aktien im Fokus für Donnerstag, den 14.07.2016. Diese Ausgabe wird Ihnen von Direktbroker-FX präsentiert. Blicken wir zuerst auf den Dow Jones. Wir hatten heute über Nacht bzw. gestern Abend hier diese Konsolidierungsformation ausgebildet mit den Hochs bei rund 18.390 Punkten. Im Verlaufe des frühen Morgens schoss der DAX dann auch, der Dow Jones ebenfalls hier sehr, sehr schön nach oben und damit wurde in den europäischen Indizes auch eine kleine Rallye-Bewegung ausgelöst, nämlich direkt hier heute Morgen ging es dann über der 200er EMA nochmal zackige 145 Punkte nach oben. Danach konsolidierte der Markt ziemlich lange, hier an der Wochen-EMA 50, konnte sie zwar jetzt nur kurzzeitig überwinden, kippt aber jetzt aktuell wieder zurück. Die Situation ist übergeordnet weiterhin bullisch. Lediglich muss man betonen, dass die Distanz zu den gleitenden Durchschnitten mittlerweile durchaus als moderat bezeichnet werden kann. Sprich, wir befinden uns nicht mehr unbedingt in einem günstigen Verhältnis, was den Kurs beziehungsweise den Abstand zu der EMA 200 oder zu den anderen Momentum-EMAs eben beträgt. Also wir sind hier schon relativ weit weg. Wenn man also mit dem Trend gehen möchte, bietet sich das immer erst an den gleitenden Durchschnitten an. Wir sehen aktuell, lässt der Dow Jones hier kaum eine Korrektur zu. Wir haben noch nicht mal die 20er EMA auf dem H4-Chart gesehen, geschweige denn mal die 50er. Und der Kurs neigt eben dazu, wieder zurückzukehren zu diesen Marken. Und es lohnt sich dann beispielsweise, hier sieht man das sehr, sehr schön in einer Trendetablierungsphase, dass man dann eher aus den unteren gleitenden Durchschnitten heraus handelt und weniger versucht, hier oben in diesen Bereichen long zu gehen. Weil wenn dann mal eine Korrektur stattfindet, je nachdem natürlich, wo man einsteigt, gerade solche Sachen sind gefährlich, wo er sich dann noch so langsam hochschiebt, ja, wenn man da long ist und dann kommt kaum weiteres Momentum, da stochert man so in der Regel immer so ein bisschen in den Hochpunkten rum oder in potenziellen Hochpunkten, während man eben, wenn man an den gleitenden Durchschnitten hier versucht einzusteigen, eher an den Tiefs rumstochert. Das ist wesentlich leichter dann in Trendrichtung, als dann so gesehen nochmal weiteres Momentum mit den Höchstständen. Wenn man jetzt übergeordnet das Ganze in den Kontext bringt, dann sieht man schon, da ist ein gewisses Abwärtspotenzial aufgebaut worden. Und wenn sich dieses eben entlädt, dann hat man untergeordnet dann hier auf dem M5-Chart ein Problem. Das heißt, noch ist momentan alles aufwärts gerichtet. Wir sehen aktuell, dass der Markt hier zwischen oder nach diesem Ausbruchshoch heute Morgen um 8.30 Uhr war das, dass er dieses Ausbruchshoch von 8.30 Uhr jetzt gegenwärtig hält und momentan seitwärts hier hin und her springt, also eine Konsolidierung ausformt, zeitlicher Natur und preislicher Natur. Und die nächsten Impulse werden jetzt erst entschieden über diesem Niveau oder eben dann unter diesem Niveau. Wenn er dieses Niveau brechen sollte, das 8.30 Uhr hoch, ist das per se noch kein bärischer Trend, aber dann ist zumindest eine etwas weitere Korrektur zu erwarten, bis auf rund 18.394, vorausgesetzt es geht hier unter die 18.455. Das heißt, dieses breite Unterstützungsniveau muss er erstmal nach unten hin brechen, dann wäre erst ein kleiner Weg nach unten hin frei. Und was die Short-Positionierung auf dem M15-Chart angeht, da hat der Dow Jones auch noch einiges an Platz. Das heißt, damit der Chart auf dem M15, auf der M15-Zeiteinheit auf Short dreht, muss er erst unter 18.300 Punkte fallen. Das heißt, gegenwärtig haben wir einen völlig intakten Trend. Übergeordnet wird die Luft langsam dünner. Wenn es hier unter die Marke von 18.445 geht, könnte sich die Korrektur weiter ausdehnen. Wirklich mehr sehe ich erst unter 18.300 Punkten als realistisch gegeben an. Und ansonsten weitere Long-Impulse erst wieder nach einer erneuten Korrektur, also wenn er hier oben dann ausbricht, ab 18.567 in Richtung der 18.600er Marke. Das vielleicht dazu. Problematisch ist so ein bisschen der Nasdaq. Auch hier sehen wir deutlich, dass
der Markt in den Hochs rumstochert. Auf Wochenbasis sind wir nicht unbedingt in einem extremen Läuferumfeld. Auch hier sehen wir, es lohnt sich immer, aus den unteren gleitenden Durchschnitten heraus die Long-Position zu suchen und nicht, wenn er schon relativ weit weg ist. Und genau das ist eben auch hier der Fall, was beispielsweise den Nasdaq betrifft. Da wäre der Handel aus einer preislichen Korrektur bei 4.490 relevant oder bei 4.460 hier unten in diesem Bereich. Da hat man wesentlich höhere Chancen mit seinen Long-Positionen, als jetzt so gesehen, naja, man kann noch untergeordnet auf diesen Aufwärtstrend setzen, aber ich würde dann hier eben nicht mehr auf einer höheren Zeiteinheit das Ganze traden. Ja, weil wenn er dann mal kippt, dann ist es natürlich schöner, erst hier unten sich die Longs auszusuchen. Geht ja nur darum, wo man einen größeren Vorteil dann am Ende hat. Ob es halt sinnvoller ist, die Long-Position hier oben aufzubauen, im Bereich der jetzigen Höchststände mit dem Potenzial, dass er noch weitere Hochs machen kann und man dabei ist, oder ob es nicht eher sinnvoll ist, dann aus der Konsolidierung dann eher zu kaufen, wenn die Preise schon eine gewisse Distanz zurückgelegt haben. Am besten, dass der Markt schon wieder leicht überverkauft ist hier unten. Ja, das ist so die gegenwärtige Situation. Man kann also das nicht ausschließen, dass sie nicht steigen, aber nicht ausschließen und traden sind nochmal zwei Paar Schuhe. Das heißt, traden würde ich das Ganze erst wesentlich tiefer hier. Das vielleicht dazu. Und was den DAX anbetrifft, nun, der DAX eiert jetzt hier an der Wochen-EMA 50 rum und hat prinzipiell hier erstmal nur ein kurzes Plateau ausgebildet, wo er jetzt aktuell nicht weiterkommt. Das ist ein leicht bärisches Zeichen, weil so ein Ausbruch nach oben sollte eigentlich Folgeausbrüche zur Konsequenz haben. Das bedeutet, hier könnte ein, ja, wenn er jetzt unter dieses Tief geht, na, dazu muss er erst das letzte Tief brechen. Wenn er unter dieses Tief geht, fällt er ja auch unter die Tages-EMA 200. Dann wäre Platz nach unten vorhanden. Dann hätte er nämlich oben so eine Art Fehlausbruch generiert und sollte dann nochmal tiefer fallen in den Bereich heute von 9.960 Punkten. Ja, aber das ist eben, wie gesagt, erst unter 10.060 Punkten gegeben. Wenn es unter 10.060 geht, ist es weiter short. Und vor diesem Hintergrund müssen wir also insgesamt zusammenfassen. Es ist aus meiner Sicht gefährlich zu kaufen. Wenn der Markt klappt, könnte es dynamisch short werden. Und das ist gegenwärtig so ein Risiko, das ich nicht unbedingt eingehen möchte, obwohl diese aufwärtsgerichteten Trends jetzt sich schon dynamisch und stark zeigen. Das muss man klar sagen. Ja, aber das Risiko der übergeordneten Zeiteinheit ist nicht zu unterschätzen. Ich habe Ihnen da mal eine Aktie mitgebracht. Das ist die Verizon Communications. Und hier ist auch immer ein sehr schönes Beispiel. Solche Rallyes können etwas länger laufen, als man da erwartet. Aber wenn es dann mal abbricht, geht es hier unten rein. Aber die Aktie ist grundsätzlich, deswegen besprechen wir es ja auch mal, im Falle einer Konsolidierung. Wann die eintritt, ist völlig egal. Die kann jetzt sofort eintreten oder auch in einer geraumer Zeit. Aber natürlich ist es dann im Beispiel hier auch ersichtlich. Anfang Mai gab es hier eine schöne Möglichkeit, in diese Unterstützung reinzukaufen. Und sollte es dann nach einer Konsolidierung hier vor allem in dem Zwischenraum von 100er und 200er EMA, von den gleitenden Durchschnitten, ja, sollte er da nochmal hinkommen, wäre ich aus Trendsicht ein schöner Einstieg bei 51 Dollar pro Aktie. Ja, das vielleicht dazu. Dann Adidas, ziemlich steil gelaufen. Wir sehen auf dem Tageschart einen unglaublich starken Trend, der wenig Korrekturen zuließ. Also wenn man das mal auf Tagesbasis betrachtet, dann gab es hier drei Korrekturen, die so Nennenswerte. Und dann gab, also das war die preislich, machen wir es mal vielleicht so, das war diese preisliche Konsolidierung, wo er wirklich ein Stückchen gefallen ist. So. Und das hier in dem Fall gehört schon zur seitlichen Konsolidierung. Also der Markt bestand mehr oder weniger aus zwei, drei preislichen Abverkäufen und zwei seitwärts gerichteten Korrekturen. Ja? Und viel hat er da kaum noch zugelassen. Also da muss man auch sagen, wer jetzt Einstiege in der Aktie sucht,
Die ist mir aufgefallen als sehr trendstabil, aber eben durchaus hat sie auch lange Phasen, wo sie nicht solche Korrekturen macht. Aber wenn diese Korrekturen auftreten, hier dann in diesem Bereich, falls der gleitende Durchschnitt, wenn er jetzt weiter steigen sollte, dann wären sie immer an dem gleitenden Durchschnitt eben hier an der 100er EMA auf Tagesbasis zu initiieren. Das ist dann in der Regel besser, wenn man sich hier unten orientiert. Also moderat gestiegene Aktien, eine Korrektur muss nicht eintreten, aber wenn sie eintritt, dann hat man hier gute Möglichkeiten, nochmal aus der tiefen Konsolidierung hier einige Trades zu vollziehen. Das war's von meiner Stelle aus. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Good Trades und wenn Sie mögen, bis bald. Auf Wiedersehen.